Die radikal-islamische Terrormiliz Boko Haram hat eine seit 7 Monaten in Geiselhaft gehaltene einheimische Krankenschwester getötet. Das teilte die Regierung Nigerias in Abuja mit. Informationsminister Lai Mohammed bezeichnete die Ermordung von Hauwa Liman als unmenschlich und gottlos. Sie war Anfang März gemeinsam mit 2 Kolleginnen des Internationalen Roten Kreuzes und des UN-Kinderhilfswerks UNICEF verschleppt worden. 3 Entwicklungshelfer und 8 nigerianische Soldaten waren bei dem Angriff getötet worden. Nun drohen die Terroristen auch die anderen beiden Frauen zu töten, wenn die Regierung inhaftierte Boko Haram-Mitglieder nicht freilasse. Die Gesellschaft muss darüber diskutieren, was es bedeutet, wenn hochintelligente Algorithmen den Menschen besser kennen als dieser sich selbst. Das sagte Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, beim 5. Evangelischen Medienkongress in München. Jung zufolge sind Menschen zwar fehleranfälliger, aber die Maschine kann keine Verantwortung übernehmen. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir gestalten, kommt es darauf an, dass wir das menschlich tun. Das heißt, dass es uns und dem Leben dient, uns hineinführt in eine bessere, gerechte, friedliche Zukunft. Und es geht darum, darauf zu achten, dass wir menschliche Grenzen wahren. Auch in der Digitalisierung ist es ganz wichtig, dass wir Menschen bleiben und nicht danach trachten, Gott zu werden. Für Heinrich Bedford-Strom, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, müssen besonders Christen bei der Digitalisierung verantwortungsbewusst vorgehen. Wir Christen glauben, dass wir das, was wir tun, vor Gott verantworten müssen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir mit der Digitalisierung so umgehen, dass wir sie nicht verteufeln, dass wir sie aber auch nicht enthusiastisch feiern, sondern dass wir sie verantwortlich gestalten. Zu der Tagung zum Thema Mensch oder Maschine, wer programmiert wen, kamen rund 250 Teilnehmer aus Medien, Kirchen und Wissenschaft. Krasse Zeiten, starker Glaube. Unter diesem Motto starten die diesjährigen Herbsttagungen des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden. Krasse Zeiten erleben wir überall, also im persönlichen Bereich. Wir haben gerade eine Frau in unserer Kleingruppe zu Hause, die an Krebs erkrankt ist. Das ist total krass. Und natürlich gibt es auch die großen Schlagworte Digitalisierung, demografischer Wandel, sozialer Wandel. Und das sind ja nicht nur große Überschriften, sondern das kommt bei uns zu Hause an. 6 Treffen an 4 Veranstaltungsorten sind geplant. Sie richten sich an Pastoren, Gemeindeleiter und leitende Mitarbeiter. Von den Herbsttagungen 2018 erwarte ich, dass Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Pastoren, Pastoren zusammenkommen, um sich gegenseitig zu ermutigen in ihrem Glauben und sich darüber zu unterhalten, was bedeutet der Glaube heute in diesen krassen Zeiten, damit sie gestärkt werden und ihre Leute in den Gemeinden stärken können. Die Tagungen starten am 24. Oktober und enden am 22. November. Mehr Informationen gibt es unter herbsttagungen.feg.de.